Fernseher immer schneller, alle drehen durch, auch und heiß wie ein Propeller. Doch in Ende völlig krass, schnapp den Ball, das bringt Spaß. Jetzt aber los, ab zum Strand, nur zwei Tage für den Sonnenbrand. Abhängen, das turnt an, das Leben ist ne Achterbahn. Shoppen ist cool, kommt zum All-Pizza, ja! Endlich wieder Spiel und Spaß, na hurra! Dafür ist das Wochenende da. Stark. Videospielen, ich schlag dich, nur zwei Tage reichen nicht. Nur zu sehen, nen Cartoon, mit Chicks einziehen und nichts tun. Das wollen wir, und zwar gleich, kommt noch mit, ich meine euch. Oh. Na endlich Wochenende, na endlich Wochenende. Lass es raus. Hallo. Danke, dass ihr uns in dieser schweren Stunde beisteht. Wir betrauern den Verlust von Carvers Wochenende. Ja, er wurde zu einem Familientreffen bestellt. Ihr wisst ja, was das heißt. Havariert. Familienausflug. Oder sogar Tanzunterricht. Man kann die Liste endlos fortsetzen und alles ist finster. Oh, seht ihn euch an. Es muss etwas Furchtbares sein. Geht's dir gut, Carv? Junge, ist es Tanzunterricht? Hm? Nein, nichts Besonderes. Ich muss heute Abend nur zu diesem Seminar. Meine Eltern sagen, ich würde mir keine Ziele setzen. Als ob Hausarbeit vermeiden kein Ziel wäre. Wie bitte? Es ist bloß ein Seminar? Und warum hast du denn den Kopf so hängen lassen? Ich habe nur meine Schuhe bewundert. Ich habe sie geputzt. Seht ihr? Wirklich Schnieke. Hey, wollt ihr nicht zusammen mit mir zu diesem Seminar gehen? Es wird bestimmt ziemlich langweilig. Ich habe was anderes, jede Menge zu erledigen. Aber da gibt's Donuts umsonst. Bin dabei. Ich komm mit. Hallo, ich bin Trip Nickerson, 12 Jahre alt und Autor von Trip Nickerson ist besser als ihr. Erhältlich in der Lobby für $14,95. Ich weiß, was ihr denkt. Dieser Typ ist ein Superkind? Niemals. Aber ich muss euch sagen, dochmals. Und wie habe ich das geschafft? Ganz einfach. Immer arbeiten und niemals spielen. Wenn ihr euer Ziel erreichen wollt, müsst ihr zwei Dinge beachten. Erstens, setzt euch ein Ziel. Zweitens, arbeiten, 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 bis ihr es erreicht habt. Cool. Junge, dieser Typ ist echt knallhart. Entschuldige, würdest du mir verraten, was du dir fürs Wochenende vorgenommen hast? Was, ich? Oh, ich weiß nicht. Ich dachte, ich hänge vielleicht mit meinen Freunden ab und... Aha, da haben wir ein perfektes Beispiel. Er sagt, ich sei perfekt. Ein perfektes Beispiel für die Faulheit, die die heutige Jugend an den Tag legt. Du, was hast du an diesem Wochenende vor? Ich wollte mich mit meinen Freunden am Strand treffen. Und was tun? Ach, einfach nur so abhängen. Oh. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Denk mal daran, was du alles tun könntest, anstatt einfach nur abzuhängen. Du! Nun, Trip, ich kann dir versichern, dass ich nicht vorhabe, dieses Wochenende einfach nur abzuhängen. Ach nicht? Nein, Sir. Es gibt da ein paar Schuhe, auf die ich ganz scharf bin. Die werden ab morgen verkauft und ich werde sie mir holen. Oh ja, das ist mein Ziel und ich werde es erreichen. Dein Ziel ist unwürdig. Setz dich wieder hin. Und du? Was hast du vor? Nun, ich wollte vielleicht ein Buch lesen. Weißt du, was für meine Bildung tun oder so? Was für deine Bildung tun, indem du ein Buch liest? Das ist wirklich ein hohes Ziel. Hört sich das nicht einfach ausgezeichnet an, nicht wahr? Ja? Nein, das tut es nicht. Jeder Trottel kann ein Buch lesen. Warum schreibst du nicht eins, so wie ich? Das wäre die Arbeit eines echten Superkindes. Ich, Trip Nickerson, fordere euch heraus, die Trip Nickerson-Herausforderung anzunehmen. 1. Sich ein Ziel setzen. 2. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Sprecht es mir nach. 1. Sich ein Ziel setzen. 2. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. 1. Sich ein Ziel setzen. 2. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Trip hat mich gestern Abend wirklich beeindruckt. Wir können dieses Wochenende nicht einfach so vertrödeln. Aber wir vertrödeln unser Wochenende nicht. Wir machen doch alle möglichen Sachen. Ja, aber wir veröffentlichen kein Buch, so wie Trip. Ja, das ist wahr. Wir sollten sofort damit anfangen, unser erklärtes Ziel zu erreichen. Hat irgendjemand eine Ahnung, wie unser Ziel aussieht? Wir könnten uns als Ziel setzen, das Gerichte der Weltangebot auszuprobieren. Kalakuku ist eine Fisch- und Schweinepastete aus Finnland. Die Köpfe werden mitverarbeitet. Naja, vielleicht auch nicht. In Ordnung, wir müssen uns was einfallen lassen. Hey, Helfer helfen Hilflosen hat sich vorgenommen, $10,000 für die Bedürftigen zu sammeln. Wir könnten sie dabei unterstützen, damit hätten wir auch ein Ziel gefunden. Ja, den Bedürftigen helfen. Das ist ein Ziel, das Trip Nickerson gefallen würde.
hätten wir unsere 10.000 Dollar. Hey, die Saftkartons gehen auf mich. Ein absolut ehrenwertes Ziel und sie haben es ohne unsere Hilfe erreicht. Denken die denn an niemanden außer sich selbst? Irgendwo da draußen muss es doch ein Ziel geben. Wir könnten uns fürs Raumfahrtprogramm melden. Kinder im Weltraum. Das ist eine interessante Idee. Sicherheitsdienst. Kommt schon, denkt nach. Wir müssen es schaffen, ein Ziel zu finden. Hey, wir könnten... Nein. Was? Es würde euch sowieso nicht interessieren. Gib uns eine Chance. Wisst ihr, ich wollte schon immer mal ein paar Schuhe designen. Du hast recht. Also sowas von uninteressant. Wartet mal, Carver hätte da vielleicht was. Eine Gehirnoperation? Vielleicht sollten wir alle unser eigenes Ziel haben. Wenn wir alle unsere eigenen Ziele verfolgen, könnten wir mehr erreichen. Coole Idee. Ich wollte schon immer einen Weltrekord aufstellen. Und ich wollte schon immer ein großartiges Kunstwerk erschaffen. Na toll. Und ich könnte mir vielleicht auch irgendwas einfallen lassen. Also abgemacht. Ab morgen wird jeder für sich seine Ziele verfolgen. Und bis Montag werden wir super Kinder sein, wie Trip Nickerson. Und presto! Sie ist ein bisschen zerknittert. Keine Sorge, ich werde sie plätten, bevor ich sie in zwei Hälften zersäge. 75, 78, 79 und 80. 81, 82, 83. So, was um alles in der Welt machst du denn da? Ich stelle einen Weltrekord für aufeinanderfolgende Korbwürfe auf. Nur noch 6.347. Oh nö, deinetwegen habe ich daneben geworfen. Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Eins. Oh Gott, meine Nerven. Was du machen, Tishy? Du schreibst Schimpfhobby? Sinfonie, Mama. Das, was ich habe gesagt. Wenn Mozart mit 4 in der Lage war, ein Konzert zu geben, sollte ich mit 12 wenigstens in der Lage sein, eins zu schreiben. Ich ganz sicher sein. Du kannst sowas, mein kleines Böhnchen. Oh, ist Geräusch, wie wenn Ziegen laufen auf Klavier. Du legst dich ja mächtig ins Zeug, Sohnemann. Sieht aus, als hätte dieses Seminar dich richtig angestachelt. Kann man wohl sagen. Ich entwerfe den ultimativen Sportschuh. Das ist mein Lebenstraum. Hier, guck, die mit Spiralfedern bestückte Sohle macht das Abheben beim Springen leichter. Die ausklappbaren Rollen ermöglichen es, dem Träger auf 90 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. In den Seitentaschen sind Erfrischungen. Sind das da etwa Raketen? Ja, Atomraketen. Die sind das Beste daran. Und wie funktionieren die? Woher soll ich das wissen? Das überlasse ich meinen technischen Mitarbeitern. Du hast aber gar keine technischen Mitarbeiter. Ich hab sie, wenn ich 1 Million von diesen Schuhen verkauft habe. Aha. Ach, was soll ich bloß machen? Ich brauche ein Ziel. Ich könnte etwas erfinden, aber die letzte gute Idee war weg, als die Angelrute für die Hosentasche erfunden wurde. Ja, das war wirklich eine gute Idee. Trip sagte, ich soll ein Buch schreiben, aber ich kriege ja nicht mal eine Postkarte an meine Oma gebacken. Ich werde nie ein eigenes Ziel finden. Tino, du musst einen Ausgleich im Leben haben. Während der Woche arbeitest du für die Schule. Und ich finde, am Wochenende Spaß zu haben und deine Freunde zu treffen, ein durchaus angebrachtes Ziel. Ausgleichen habe ich aufgegeben. Trip sagt, es ist Zeitverschwendung. Und wenn Trip Nickerson sagt, Atmen ist Zeitverschwendung, gibst du es auch auf? Das war gerade eine so typische Mom-Bemerkung. Dankeschön. Vielleicht brauche ich einfach mehr Motivation. Trip signiert im Einkaufszentrum seine Bücher. Prüf doch mal nach, ob er atmet. Leute, was macht ihr denn hier? Naja, wir sind hier, um Trip zu treffen. Ja, wir brauchen ein bisschen Hilfe bei unseren Zielen. Ich hoffe nur, die Schlange ist nicht zu lang bei dieser Autogrammstunde. Wow, kein wirklich großes Interesse. Ah, die Abhänger aus dem Seminar vom letzten Freitag, wie schön. Mr. Nickerson, wir haben gearbeitet, um unsere Ziele zu erreichen. Wir haben uns extra nicht verabredet, damit wir mehr Zeit dafür haben. Hervorragend. Freunde lenken einen nur ab. Superkinder sind Einzelkämpfer, sie haben keine Zeit für Freunde. Meine Mutter hat aber gesagt, man sollte sich einen Ausgleich schaffen. Ha! Mit Ausgleich erreicht man nichts. Man muss arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und Freunde... Freunde sind ein Handicap. Ich hatte nie Freunde und jetzt seht, was ich geschafft habe. Ich bin Schriftsteller. Hey, ich habe vorher noch nie in dein Buch reingesehen. Da steht ja nichts anderes als zigmal, ich bin besser als du. Das war's, sonst nichts. Es ist mir gleich, was ihr denkt. Ich brauche keine Freunde. Ich brauche überhaupt niemanden. Wen interessiert es, ob jemand zu meiner Autogrammstunde gekommen ist? Ich bin alleine und glücklich. Ich bin sehr glücklich.
Nimm's nicht persönlich, Trip. Aber langsam wirkst du auf mich wie ein Versager, der versucht, seinen Mangel an Freunden durch falsche Leistungen wettzumachen. Das ist das Lächerlichste, was mir je einer gesagt hat. Alleine der Gedanke daran. Ich bin ein Superkind. Habt ihr das begriffen? Ein Superkind! Naja, hast du Lust, mit uns abzuhängen? Nichts, was ich lieber täte. Das war's? Nur hier rumsitzen und zugucken, wie die Sonne untergeht? So ist es. Und das ist alles. Logo. Aber was erreicht man damit? Reinweg gar nichts. Ach, wirklich? Cool. Ach, wisst ihr, manchmal ist es einfach das beste Ziel, mit seinen Freunden abzuhängen. Bis dann, Wirsing. Feuer tun. Gut. Höhlenmenschen und Dinosaurier auf einmal? Das ist aber nicht korrekt. Zurzeit geht die Wissenschaft davon aus, dass die Dinosaurier ausgestorben waren, bevor die primitivsten menschlichen Prototypen auftauchten. Ja, und bevor es Pizza gab, willst du, dass ich euch stattdessen eine gegrillte Tyrannosaurus-Keule bringe? Vergessen Sie einfach, was ich gesagt habe. Also gut, wisst ihr, wo Tino steckt? Leute, ich habe gerade den coolsten Fleck der Erde gefunden. Ich hoffe, dieser Fleck ist besser als der supercoole See letztes Mal. Ja, das war eher ein Feuchtbiotop. Es wird euch ganz bestimmt gefallen. Und das Beste ist, ich bin der Einzige, der weiß, wie man da hinkommt. Spitzt mal die Ohren, Freunde. Es ist unser eigener privater Berg. Ich werde ihn euch morgen zeigen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal dermaßen aufgeregt war. Habe ich den Wecker überhört? Ich bin im siebten Himmel vor Freude. Ihr könnt mir vertrauen. Es lohnt sich. Hier, bitte. Sieht doch so aus, als ob es hier nicht weitergeht, oder? Aber man zwängt sich einfach durch diese Felsspalte hier und schon geht's weiter. Tut mir leid, war ein Versehen. Ist gleich geschafft. Oh, ich kann nur hoffen, dass es sich auch wirklich lohnt. Na, dann mach dir mal keine Sorgen. Erblicket, was nur wenige Menschen je zu Gesicht bekamen. Den Gipfel des Tinohorns. Oh ja, unser eigener privater Berg. Gut gemacht, Tino, ganz toll. Ja. Oh, entschuldigt, dass ich euch vergessen habe. Ich nehme an, dass ihr das Ganze gerade mitbekommen habt. Ich schwöre, gestern war noch niemand hier wirklich. Es ist so eine einsame, abgelegene Stelle. Ich begreife nicht, wie die alle hierher gekommen sind. Aber möglicherweise sind sie ja gefahren. Na klasse, kein Tisch mehr frei. Ha, vielleicht kann ja Tino für uns einen geheimen Billardtisch organisieren, von dem keiner sonst was weiß. Okay, okay, das war ein Fehler mit dem privaten Berg. Aber ihr seid doch nur neidisch, weil ich sonst immer recht habe. Naja, du hättest uns wenigstens auf dem leichten Weg darauf bringen können. Woher sollte ich denn wissen, dass es einen leichten Weg gibt? Diese zweispurige Straße hätte einem vielleicht zu denken geben können. Ja, und die Karte, die sie einem am Parkeingang in die Hand drücken. Ist ja gut, ich bin blöd, ihr seid großartig. Akutak ist allgemein bekannt als Eskimo-Eiscreme, doch dieser Genuss des Inuit-Stammes ist weder Eis noch Creme. Früher wurde es aus Robbenöl und Rentiertalg hergestellt. Gott sei Dank haben sich die Zeiten geändert. Mittlerweile ist es reines Schweineschmalz, aber wie damals sorgen Bären für den Geschmack. Oh, naja, die Bären sind gar nicht so schlecht. Und was machen wir jetzt? Der Strand ist gesperrt wegen dieser Wasserüberschwemmung. Ach, deshalb war niemand da? Ich dachte, weil es Tinos eigener Privatstrand ist. Ach, der war gut, Locken. Junge, ich glaube, du kannst das Zeug jetzt ausspucken. Wir könnten ins Kino gehen. Glaubst du, wir kriegen noch Karten für Star Pilots 5? Schwer zu sagen. Tino, hast du vielleicht... Was? Mein eigenes Privatkino? Sehr witzig. Nein, eine Zeitung. Ehrlich, da irre ich mich einmal und ihr bindet es mir dauernd auf die Nase. Was ist mit all den Malen, an denen ich recht hatte? Was ist mit unserem Tal? Unserem was? Unserem Tal. Ihr wisst doch, dieses Tal, das ich gefunden habe, als wir ungefähr 8 waren. Wir waren dauernd da, unser Lieblingstal. Kann mich nicht erinnern. Vielleicht verwechselst du uns ja mit irgendwelchen Fantasiefreunden. Sie denkt, ich hätte Fantasiefreunde. Kommt schon, denkt nach, Leute. Das Tal. Das Tal.
Es war der schönste Ort, den wir je gesehen hatten. Eine riesige Schlucht mit einem Wasserfall und einem Fluss, der mitten hindurchging. Es gab Rehe und Blumen und niemanden außer uns. Jetzt erinnere ich mich. Ja, na endlich, ich wusste es. Ja, ich erinnere mich daran. So toll war es gar nicht. Was? Moment mal, ist das diese kleine Schlucht, wo Tino immer hin wollte? Die, wo es so komisch gerochen hat? Bitte, wovon sprecht ihr denn, Leute? Dieses Tal ist eines der 7 Weltwunder. Ja, ich erinnere mich an diesen Geruch, so ein bisschen wie Igelkötel. Es war atemberaubend. Wir haben es alle geliebt. Wenn es so toll war, wieso sind wir da nicht mehr hingegangen? Sie haben das Einkaufszentrum eröffnet. Ich meine, Natur ist was Tolles, aber da gibt's keine Chili-Käsefritten. Kommt schon, wieso könnt ihr nicht einfach zugeben, dass ich recht damit habe, dass unser Tal richtig cool war? Weil es eben nicht richtig cool war. Ich meine, naja, vielleicht war es da ganz nett, aber... So nett war es eben auch nicht. Wisst ihr was? Vielleicht sollten wir das Thema einfach vergessen. Wenn Tino glaubt, dass es cool war... Ich glaube nicht, dass es cool war. Ich weiß, dass es cool war. Und ich werde beweisen, dass ich recht habe. Wir werden morgen dahin gehen. Aber wir wollten doch zum Monster Truck Rally gehen. Ach, das können wir auch ein andermal machen. Wir könnten schon, wenn sie nicht nur einmal im Jahr, und zwar morgen, stattfinden würde. Gut, wenn ihr nicht in der Lage seid, euren Irrtum einzugestehen, gehe ich da eben alleine hin. Ist ja gut, wir kommen mit. Nur um dir zu beweisen, dass du dich irrst. Law ist eh die Einzige, die diesen Truck-Blödsinn mag. Ey, ja? Na klasse. Also morgen unser Traumtal. Letzte Bestandskontrolle. Kompass, Taschenlampe, Wasserflaschen, Erste-Hilfe-Set. Alles klar. Fernglas, Seil, Campingkocher. Alles klar. Moskitonetze, Eispickel. Sag mal, glaubst du wirklich, dass das alles nötig ist? Die Natur verzeiht einem keine Fehler. Ich meine, diese ganze Expedition. Können wir nicht alle sagen, dass Tino recht hat und dieses Tal großartig ist und es einfach dabei belassen? Tisch, hier geht es nicht darum, ob Tino recht hat oder nicht. Er hat nämlich Unrecht. Wir haben Recht. Nein. Doch. Nein. Ist ja prima. Wenn wir uns schon auf dieses kindische Niveau begeben, können wir uns auch ruhig etwas bewegen. So, wo geht's lang? Okay, das sind unsere derzeitigen Koordinaten. Diese Karte zeigt das gesamte Land. Und dein Finger ist gerade in Nebraska. Wie auch immer, ich weiß, wo es lang geht. Kommt! Sind wir hier wirklich richtig? Ich glaube, mich zu erinnern, dass es einen Weg gab. Natürlich sind wir richtig. Gleich hinter diesem Berg ist ein Elektrizitätswerk. Und danach kommt ein alter Wasserturm. Ich schätze, man hat gemerkt, dass die Leute doch nicht so viel Strom brauchen. Also, Tino, ich sehe hier keinen Wasserturm. Kein Elektrizitätswerk, kein Wasserturm. Wir laufen auf jeden Fall in die falsche Richtung. Ich bin dafür, dass wir wieder zurückgehen. Ja, das hättet ihr wohl gerne, was? Damit ihr weiterhin behaupten könnt, ich hätte mich mit unserem Tal geirrt. Ich sage nicht, dass du dich geirrt hast. Ich sage, dass wir uns verlaufen haben. Law, Kava, was denkt ihr? Ich denke, ich möchte Tinos Gesichtsausdruck sehen, wenn er sein mickriges, komisch riechendes Tal findet. Ich will die Sache ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Warum ist es euch bloß so wichtig, unbedingt Recht zu haben? Hallo? Wenn Recht haben so unwichtig ist, warum schreiben wir dann Tests? Das ist doch was ganz anderes als ich Test. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, dass wir Recht haben, sondern vielmehr, dass Tino Unrecht hat. Können wir wenigstens mal eine Pause machen? Ich bin am Verhungern und meine Füße tun weh. Okay, Kava, verteil die Sandwiches. Sandwiches? Oh, gut gemacht, Tino. Wir haben einen Eispickel mit, aber nichts zu essen. Ist nicht meine Schuld. Ich habe Kava gesagt, er soll Sandwiches einpacken. Es stand auf der Liste. Wenn ihr mich brauchen solltet, ich bin da drüben und esse meine Taschenlampe. Blicke die alles überragende Herrlichkeit unseres Lieblingstals! Oh. Aha. Da, wo ich herkomme, nennt man das einen Golfplatz. Okay, zweiter Versuch. Können wir jetzt zurückgehen, bitte? Ja. Gehen wir. Oh, schon klar. Jetzt, wo ihr merkt, dass wir kurz davor sind, begreift ihr, dass ich recht hatte, hä? Aber so nicht. So einfach kommt ihr mir nicht davon. Wir gehen den ganzen Weg. Wir werden beweisen, dass ich recht hatte. Der Sieg ist mir gewiss. Vergiss es, Tino. Wir haben uns verlaufen. Wir gehen jetzt nach Hause. Okay, fein. Geht nach Hause. Ihr verdient es nicht, das Tal zu sehen. Aber ihr wisst, dass ich recht habe. Ihr wisst, ich hab recht. Schwarzer Peter, Spielgeld, Sandwiches. Oh Mann, Sandwiches sind doch auf der Liste. Ich habe nur vergessen, sie einzupacken. Tino hatte recht. Augenblick mal, warte mal. Du hast gerade gesagt, Tino hatte recht? Na und? Nun, hat es dich etwa umgebracht? Nein. Also, was ist so wichtig daran, Recht oder Unrecht zu haben? Bei Tests ist das... Was ist, wenn man durch einen Test bewertet wird? Wenn wir gerade einen Freundschaftstest geschrieben hätten, hätten wir eine 6- bekommen. Eine 6 ist genau genommen das Schlechteste. Ist mir egal, darum geht es nicht. Wir haben unseren Freund auf diesem Hügel stehen lassen. Und wieso? Weil wir uns verlaufen haben, müde und hungrig sind. Naja... Ja, aber wenn wir nicht um jeden Preis recht haben müssten, hätten wir uns nicht verlaufen und wären nicht müde und hungrig. Ich schlage vor, wir pfeifen darauf, wer recht hat, und kümmern uns um unseren Freund. Wer macht mit? Was für ein Schokoriegel. Ich habe keinen Schokoriegel gefunden. Und wenn doch, würde er nicht schmecken.
Tino? Leute, das müsst ihr sehen. Warte mal, wir wollen uns bei dir entschuldigen. Wir wollen es eigentlich nicht. Law, aber wir werden es tun, wir werden es tun. Entschuldige diesen Streit wegen des Tals. Halb so wild, weil nämlich... Wir haben erkannt, dass unsere Freundschaft wichtiger ist, als die Tatsache, recht zu haben. Können wir nicht einfach die ganze Sache mit diesem tollen Tal vergessen? Oh, naja, also... Ja, ich denke, es ist unwichtig, wer recht hat. Was zählt, ist unsere Freundschaft. Na also, ist das nicht viel besser so? Was haltet ihr davon, wenn wir ein paar Runden Billard spielen, bevor das Wochenende vorbei ist? Ist eine super Idee. Hört sich gut an. Okay, wenn es nur darum geht, wer recht hat, ist eine Freundschaft schnell vorbei. Ich meine, ist es denn wirklich so wild, wenn man Unrecht hat? Antwort? Nein. Jedenfalls habe ich deshalb, ich möchte nicht so wirken, als ob ich unbedingt beweisen will, dass ich recht hatte. Aber kommt mal her. Wenn sie herausfinden, dass ich die ganze Zeit über recht hatte, wäre alles sinnlos gewesen. Bis die Tage. Wir sehen.